Kommen wir zur zweiten Übung des zweiten Teils der Lektion 5. Und hier sollen Sie quasi zwei Layouts erstellen. Einmal so einen kleinen Vorentwurfsplan, dann einen Entwurfsplan. Allerdings fehlt hier noch was. Die Lösung sehen Sie auch hier in diesem PDF-Dokument. Das habe ich mal parallel dazu geöffnet. Hier sehen Sie es einmal auf der Seite 1. Sehen Sie hier den. Ah, okay, man kann den hier wirklich umschalten. Interessant. Gehe ich einfach auf 1. So, also auf der Seite 1 des PDF-Dokuments sehen Sie hier den Vorentwurfsplan. Sehen Sie einfach einen Grundriss und zwei Schnitte. Ein Grundriss und ein Längsschnitt und ein Querschnitt. Und auf der Seite 2 sehen Sie hier dann in A3-Format quasi einen Entwurfsplan, da haben Sie ein bisschen mehr Details oder mehr Darstellung drauf, also ein Grundriss, dann hier diverse Schnitte und die vier Ansichten und nochmal so ein Detail, also ein Detailausschnitt des Nordschnittes, das heißt hier diesen Teil, der wird im 1 zu 50 dargestellt, ansonsten ist ja alles 1 zu 100 und wenn Sie hier mal ranzoomen, dann sehen Sie auch nochmal so einen Kommentar hier, das heißt, wenn Sie hier draufklicken, dann sehen Sie, müssen darauf achten, dass Sie die Strichstärken entsprechend einzustellen haben. Das heißt, ich verwende ja das Ganze in einer Zeichnung, das ist nicht doppelt gezeichnet, das ist einfach nur dieselbe Darstellung wie hier, nur mit mehr Details, sprich, da sind noch ein paar Layer mehr drin. Und muss allerdings darauf achten, dass ich hier die Strichstärken, also anderer Maßstab, ist ja mal 1 zu 50 und hier 1 zu 100, entsprechend im Ansichtsfenster anpasse. Wie das geht, können wir uns mal in der Lösung angucken. Ich öffne mal die Lösung dazu. Ich gehe erstmal zunächst in den Modellbereich. Hier sehen Sie jetzt, das ist alles nur einmal gezeichnet. Hier sehen Sie den Grundriss, dann hier die Schnitte und darüber liegend die Ansichten. Und jetzt kann ich hier umschalten zwischen den verschiedenen Darstellungen, also hier Grundriss, dann Schnitt 100, das ist Maßstab 1 zu 100. Und dann habe ich hier nochmal andere Schraffur und noch ein paar Details mit dazu genommen. Das wäre dann der Schnitt 1 zu 50. Aber Sie sehen, das habe ich nur für diesen Bereich hier gemacht. Ja, der Rest interessiert mich nicht. Ja, das ist auch nochmal wichtig zu erwähnen. Und wenn Sie jetzt das sich mit der Lösung angucken, ich gehe mal wieder auf den Layer-Status alle ein. Das sehen wir hier unten. Layer-Status alle ein. Das ist wichtig übrigens, dass ich das nochmal mit erwähne. Wenn Sie jetzt ins Layout, wenn Sie jetzt im Modellbereich irgendwelche Layer deaktivieren, zum Beispiel, indem Sie irgendwelche Ansichten umschalten, wie ich es eben gerade gemacht habe, dann gilt das global, sprich auch in unserem Layouts. Also deswegen sehen Sie jetzt zum Teil hier Dinge ausgeblendet in den Layouts. Deswegen gibt es hier einen Layer-Status, den nenne ich alle ein. Dann werden quasi alle eingeschaltet. Das habe ich da oben reingegangen. Layer-Status alle ein, habe ich mir angelegt. Da werden quasi alle Layer eingeschaltet und dann funktioniert das auch wieder in den Layouts, denn sind quasi im Modell alle Layer ein und jetzt werden bloß noch zusätzlich in den Ansichtsfenstern gewisse Layer an- und ausgeschaltet. Ja, das ist nochmal wichtig zu berücksichtigen und jetzt sehen Sie auch hier, das Layout ist vollständig. Schauen wir uns mal hier dieses Detail an. Da klicke ich mal rein. So, und öffne mal hier dazu den Layer Manager. Schalte mal den Filter aus. Also den Filter brauche ich, den schalte ich nicht aus, sondern ich gehe mal hier auf Grund, das ist Schnitte. Dann sehe ich die Schnittlayer. Und dann sehen Sie ja schon, jetzt sind jetzt Sachen farbig hinterlegt. Und das bedeutet, wir haben hier, wir haben es auch das Symbol, wir haben hier Layer-Überschreibungen. Das wird auch hier unten nochmal so farbig dargestellt. Im Ansichtsfenster gibt es Layer-Überschreibungen. Und wenn ich jetzt den Filter hier ausblende, dann sehen Sie, ich habe hier andere Strichstärken verwendet. Ja, für diese bestimmten Layer habe ich hier andere Strichstärken als im Modellbereich. Ja, weil ich hier einfach einen größeren Maßstab verwende und ich möchte es ein bisschen dicker dargestellt haben als im Maßstab 1 zu 100. Und deswegen habe ich hier gesagt, okay, ich nehme hier andere Strichstärken. Und das müssen Sie gegebenenfalls dann auch machen, damit das vernünftig aussieht. Und das wird Ihnen dann so farbig hinterlegt, damit Sie das auf ersten Blick erkennen. Wenn Sie mal ein anderes Ansichtsfenster reinschauen, zum Beispiel hier, na, da sehen Sie, dieses Symbol erscheint hier nicht mehr. Hier haben wir keine Layer-Überschreibung, hier ist auch nichts überschrieben. Kann ich auch auf alle Layer gehen, dann sehen Sie, da ist hier nichts hinterlegt. Ja. Deswegen habe ich es immer so gemacht, dass ich quasi die Strichstärken, die ich am meisten verwende, wie zum Beispiel da die meisten Ansichten ja 1 zu 100 ist, die habe ich gleich im Modell entsprechend eingestellt, im Modellbereich hier in den Layern.
Und das sehen Sie hier, das sind diese Strichstärken, die nehme ich dann, übernehme ich dann automatisch und ändere dann nur hier explizit für dieses Detail die Strichstärken nochmal ab. Ja, wenn ich den anderen Weg gegangen wäre, dann hätten die zwar hier alle gepasst, aber ich hätte hier überall ändern müssen. Das wäre natürlich viel aufwendiger gewesen. Ansonsten können Sie bei diesem Übungsbeispiel genauso verfahren wie in den bereits vorangegangenen Übungen, dieses Beispiel fest nochmal die Übungen zusammen, die wir in der fünften Lektion gemacht haben. Das heißt, Sie müssen hier noch ein Layout hinzufügen, Sie müssen hier Ansichtsfenster einfügen. Und wenn Sie die Ansichtsfenster alle eingefügt haben und eingestellt haben, achten Sie auch darauf, dass das Ansichtsfenster auch dann gesperrt ist, ja, dass Sie auch das Richtige sehen. Und dann können Sie zum Schluss das Ganze noch bemaßen und beschriften. Im Übrigen sehen Sie hier, dass zum Beispiel hier diese Details, die habe ich im Ansichtsfenster einfach eingefügt, wie zum Beispiel hier dieses Auto. Das kann man im Ansichtsfenster direkt einfügen. Solche Geschichten mache ich dann oft gleich im Ansichtsfenster, weil das einfach nur mit dem Modell nichts zu tun hat, beziehungsweise mit meiner technischen Zeichnung. Das ist dann einfach nur noch so ein paar Gigmacs für mein Planlayout. Auch die Beschriftung sehen Sie hier, beziehungsweise die Bemaßung und Beschriftung ist auch Teil meines Layouts. Interessant ist vielleicht bei dem Auto nochmal zu erwähnen, wenn wir hier mal auf Voransicht gehen, dass hier das eigentlich über das Fenster hinweg geht. Und theoretisch müsste man hier, ist sogar ein kleiner Fehler, sehe ich gerade, müsste man hier noch die Sichtbarkeit ein bisschen einstellen. Und das lässt sich über das Maskierungswerkzeug lösen. Wenn ich hier das nochmal zeigen darf, gibt es hier ein sogenanntes eine Maske, sehen Sie hier. Das ist hier meine Maske. Und die finden Sie unter, finde ich das auf die Schnelle. Ja, das sind hier die Abdeckungswerkzeuge, mit denen können Sie Abdeckung zeichnen. Ich mache das hier mal spaßeshalber, mache hier mal eine Abdeckung rein, schalte den Rasterfang aus und zeichne hier mal so eine Abdeckung drüber. Ich hatte hier den Punkt eingefangen, mache den Objektfang mal aus. So, so und schließen. Und das wäre jetzt meine Abdeckung. Und wenn ich jetzt hier die Vorschau gehe, dann sehen Sie, ich habe hier den Bereich abgedeckt. Ja, mit diesem Werkzeug können Sie im Layout dann auch noch so ein bisschen ja, tricksen und hier Dinge korrigieren. Ich sehe gerade hier diese Abdeckung, die stimmt nicht ganz. Die kann ich noch ein bisschen schieben. Muss natürlich aufpassen, dass ich hier das alles. Jetzt sollte ich schauen, dass ich hier das Ganze mit Punktfilter mache. Also Punktfilter Y ist. Mit F3 ist dieser Punkt und X setze ich jetzt F3 aus. So knapp daneben ist auch vorbei. So, und hier auch nochmal diesen Punkt. Punktfilter Y, F3 Objektfang an und X ist dieser. Und jetzt sollte das auch hier vernünftig aussehen. Es kommt immer noch mit. Interessant. Aber es ist schon dünner, ist wahrscheinlich zu nah dran gesetzt wegen der Strichstärke. Also müsste ich das Ganze noch ein Stück weit raussetzen. Mache jetzt mal das aus, Otto an, damit das hier so. Und hier fahre ich das jetzt mit Punktfilter X von hier und Y von hier. Das liegt daran, dass das zu nah dran war und ich habe dadurch, dass der Strich dicker ist, habe ich halt noch einen Teil des Striches gesehen. Und jetzt hat es funktioniert. Ja, das Kleine kann ich ja ignorieren. So, also mit diesem Maskierungswerkzeug, ich zeige nochmal, wo es ist. Das ist hier, können Sie auch noch so kleine Korrekturen in Ihrem Layout vornehmen, um halt solche Sachen zu erzeugen. Natürlich hätten Sie auch das Auto in Ihren Schnitt im Modellbereich einzeichnen können, aber auch dort hätten Sie dann theoretisch maskieren müssen. Oder Sie hätten das Ganze mit einer Schraffur hinterlegt oder je nachdem, was Ihnen dann besser gefällt. Okay, so viel zu dieser Übung. Ich hoffe, Sie kommen damit zurecht. Und wünsche Ihnen viel Erfolg dabei.